Fallout 4, letzte Folge für heute, hoffentlich mal. Also fürs Aufnehmen, nicht letzte Folge vom Game oder so. Ich denke, ich muss danach aufhören. Aber es macht gerade wieder so. Oh, jetzt bin ich überladen. Jetzt brauchen wir schnell ein Objekt hier. Muss ich schnell was loswerden. Und zwar bei Waffen. Die brauche ich nur einmal. So. Ist denn hier oben auch noch was? Also es gibt hier noch verschiedenste Räume. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ja, der ist nämlich ein leuchtender Scheiße. Wir haben trotz des Schleichangriffs, der ja zweifachen Schaden gibt. Alle! Was war jetzt das wieder? Das ist der. Der perfekte Start. Also, wie sieht denn der aus? Der perfekte Start in eine Folge geht so. So, schnell. Das abladen hier, die Gamma-Kanone. Dann wechsle ich da auf die Nuka-Granate. Haben wir da auch Plasma-Pistole. So, dann nochmal schnell alles einsammeln, was wir gerade hatten. So, das war alles. Dann hier noch einmal hoch. Ah, oh, schon wieder überladen. Die Rauchgranaten, wiegen die viel? 0,5 Kilo. Ist natürlich schon einiges. Habe ich denn hier wieder irgendwas aufgenommen, was ich gar nicht will? Gamma-Kanone. Und hier habe ich noch eine, die ist aber schlechter. Gut. So. Das Commonwealth. Ein Durcheinander nach dem anderen. Wo geht's denn hier? Sperren, Krupp, Schlafzimmerschlüssel. Den habe ich, glaube ich, oder? Ja. So, jetzt besser auf dem Tor, so. Kann ich nicht hier hinten hin. Oh, kommt der hier rüber? Fernkampf, geil. Mal schauen, ob er hier hinten hinspringt. Aber der leuchtet jetzt anders als sonst. Oder leuchtet er wegen der Waffe so? Oh shit, gut. Das heißt Versteck, gut. So, ist hier was Spezielles? Ah, hier war der Kellerschlüssel drin. Okay. Gut. Ich habe natürlich nichts abgelegt. Das ist, war eine scheiß Entscheidung. Die ist viel schlechter. 10. Ist, glaube ich, auch schlechter, als wir haben. Was habe ich denn noch dabei? Das da. Lumpenkinder der Apollo, behalte ich mal, das kann auch noch weg. So, wir können immerhin wieder laufen. Ich frage mich, was heute wohl noch in den guten alten Meeren geht. So, was ist hier dahinter? Ja. Für einmal niemand, okay. Oh shit, jetzt nehme ich noch eine Impro-Pistole mit. Bestens. Gut, da war einmal nichts. Den Kellerschlüssel haben wir ja. Ist das der einzige Raum noch, oder? Das geht immer noch nicht, genau. Man muss zuerst den Keller ausschauen. Gut, dann würde ich sagen. Bereit? Oh, shit, ich hätte Speicher, glaube ich, automatisch. Und der Keller scheint so groß zu sein. Oh, shit.
nichts ist widerlicher als du. Da bleibt eine Beule. Gut, da ist wieder mal absolut keine Chance durchzukommen. So, jetzt. Drauf da. Wow, der Keller. Okay, das Quest ist erfüllt eigentlich schon. Mehr geht leider nicht. Oh, jetzt fehlt die Munition. Gut, wir haben alle Schüsse verbraucht. Gut, irgendwann muss man die verbrauchen. Das Billiardkühl würde ich jetzt gerne nehmen eigentlich. Aber ich glaube, das ist nicht die beste Entscheidung. Strahlung ist wieder erheblich gestiegen. So. Ah, das bist du. Ich werde gleich wieder überladen sein. Ich weiß es jetzt schon. Da muss ich mich wieder von irgendwas trennen. Ja, jetzt. Der Keller sieht eine Katastrophe aus. Theodore Krupp. Aha. Okay, da schauen wir am Schluss hin. Waffenwerkbank ist hier noch. Ah, Patronen. Mine. Ich glaub ja nicht, wie meine Putzsensoren hier anschlagen. Oh, die können wir jetzt auch aufmachen. Ich glaube, das habe ich jetzt das nicht gerade freigeschaltet. Shit. Ich glaube, das ist harter aufzubekommen. Ach, shit. Es ist so. So. Cool. Hier dahinter ist wohl nichts. Ha, gut. Provisorische Batterie. Kickball. Den hat es wohl da unten erwischt. Er ging wahrscheinlich hier. Hier in Sicherheit. Und dann hat es ihn hier erwischt. So. Ja, ich weiß, dass ich viel tragen und nicht rennen kann. Ach komm, zuerst da das Terminal. Das ist wichtiger. Ventilator lasse ich da. Brauchen wir ja nicht jeden. So, obwohl es gut wäre. Theodores persönliches Terminal. Komm, setz dich ran. Tagebucheintrag. Wen stört das schon? 15.01.78. Als mein Vater sagte, dass nichts die Familiendynastie der Krupps erschüttern könnte, nicht einmal die erdrückenden Schulden durch einen schlechten Aktienhandel, dachte er wahrscheinlich nicht an eine Welt voller Strahlenvergiftungen. Rückblende. Als ich die Pilzwolke aufsteigen sah, dachte ich, irgendjemand hätte sich einen schlechten Scherz erlaubt. Ich hatte für etwas gebetet, das uns die Schulden nimmt, aber das wollte ich natürlich nicht. Ich würde lieber ein Leben als Arbeiter führen, statt mitzuerleben, wie mir ein Großteil meines Gesichts im Schlaf abfällt. Aha. Okay, 2.2.78. Tja, es könnte schlimmer sein. Ich habe den Rest der Familie im Keller eingesperrt und den Schlüssel versteckt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie umzubringen. Auch wenn sie ekelhafte Monster sind, trotzdem ist das da drin noch meine Tante Belinda. Ich habe herausgefunden, dass es schon noch andere Überlebende hier draußen gibt. Manche von ihnen sehen wie überfahrene Tiere aus. Sie haben die getötet, die sich in Monster verwandelten. Und dann versucht, uns Normale umzubringen. Was seltsam ist, keiner der wilden Ghule schien diejenigen von uns angreifen zu wollen, die auseinanderfallen. Okay. Oh, okay, es hat funktioniert. Ich bin in den Keller gegangen und der Rest der Familie hat nicht versucht, mich zu töten. Im Grunde genommen beachteten sie mich gar nicht.
Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die alte Welt ist tot und alle sind wieder bei Null. Unsere Schulden sind verschwunden und wir können neu beginnen. Also wenn ich noch wie ein normaler Mensch reden, funktionieren und handeln kann, dann können Sie das auch. Sie brauchen nur einen kleinen Anstoß. Schon bald wird die Familie Krupp wieder ganz oben sein. Und jetzt. Hunderte von Jahren, Hunderte. Ich kann verdammt nochmal nicht sterben. Keiner von uns kann das. Ich habe hunderte Jahre damit verbracht, diesen Kreaturen beizubringen, wie man sich menschlich verhält. Ich habe nichts vorzuweisen, außer vielleicht, dass mein Cousin James den Unterschied zwischen einer Salatgabel und einer Normalgabel erkennt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er einfach nur gut dreht. Wie zum Teufel sollen wir wieder nur zur wohlhabenden, in der Öffentlichkeit stehenden Familie Krupp werden? Es gibt gar keine Öffentlichkeit mehr. Wenn wir alle Monster sind, das bringt... Wie ging es nach unten schon wieder? Ach, wie ging das schon wieder? Warte mal. Irgendwie ging doch das nach... Ah, das bringt nichts. Ich schwöre bei Gott, ich werde Tante Belinda den Kopf einschlagen, wenn sie mir nicht zuhört. Schaut nur alle hin. Ja, und dann hat es wahrscheinlich ihn erwischt. Gut. Okay. Da haben wir also die Geschichte gehört. Und dann lag er ja da unten. So, die Kryamide hat natürlich auch wieder ein Gewicht von 0,5. Also das Billiard, ganz ehrlich, ich werde es nie brauchen. Deshalb weg damit. Baseballschläger kann auch weg. Die Pistole auch. Und weißt du was? Wir können ja da hoch. Da kann ich was in die Werkstatt legen. Ganz einfach. So, da ist noch eine Kamera, oder? Ja, gut. So, das nehme ich jetzt auch noch gerade mit. Wir können ja immer noch was... Oder in den Wiederaufbau stecken natürlich. So, Commonwealth. So, also die zwei haben gesagt, da draußen ist was. Und da war auch viel... Kreaturen, vor allem die zwei Roboter am Anfang, die haben mir vor allem Angst gemacht. Die Ghule gingen jetzt da. So, durchsuchen. Schön. So, jetzt mal schnell. Ich muss mal ganz schnell Transfer machen. So, da hat es gar nicht viel. So, jetzt gehen wir mal schnell auf Schrott. Ah ne, der Benzinkanister nehme ich besser mit. So, ich tue jetzt da absichtlich Dinge rein, die ich denke, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu Hause. Das da schon zum Beispiel. So, jetzt soll es wieder gehen. Gut. Wo ist denn das Gebiet? Also bis hier hinten, okay. Das kann mal weg hier. Das auch, so. Die Steine sind natürlich ein bisschen nervig hier, also hierhin. Jetzt wird das schon wieder geschossen. Glaubt man doch nicht. Hier, das kann weg. Hier doch rum. Okay. Also ist gar nicht mal so wenig, dass man hier schon wieder zur Verfügung hat. Natürlich das Ganze. Alter, was... Da hat wieder was aufgeglüht da hinten. Okay. Gut. Ja, das bauen wir später mal aus. Jetzt würde mich wundern nehmen, was da hinten schon wieder los ist.
Minuteman, Minuteman. Komm her, du. Lebt er noch? Nee, der ist tot. Warte mal. So, nochmals. Vielleicht kommen die diesmal schneller, aber kann auch sein, dass das Spiel schon so wieder ganz anders ist. Es darf nicht sein, dass da ein Minuteman stirbt. So, schnell dahin. Ich habe halt da schon ein bisschen Zeit vertrödelt gehabt. So, der darf sich nicht aufladen. Ja, nicht. Ach, shit. Die haben sich gerade gegenseitig erledigt. Unter die Messe ist gegangen, Sir. Alter, der Spruch. Was ist denn hier gewesen? Minuteman. Ach, schade. So, hier war auch ein Minuteman. So. Ach Mann, die kann man nicht retten, glaube ich. So, was haben wir beim Schrott, was ich wieder abgeben kann? So. Schade, dass man die nicht irgendwie besser retten kann. So, jetzt haben wir eigentlich das da hinten gemacht. Da könnten wir ja noch eigentlich zu denen hingehen. Was ist hier schon wieder? Ah, ja. Ja, ich möchte gerne da hinreisen. Dann berichten wir doch mal, dass wir da aufgeräumt haben. Wo der andere jetzt herkam, kann ich mir nicht erklären. Aha, da ist gerade wieder ein Händler. Hallo. Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Hast du irgendein medizinisches Anliegen oder wolltest du mich nur ein wenig von der Arbeit abhalten? Ja, ich würde gerne... Ja, schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Hast du irgendwelche dieser Symptome? Erzähl mir davon. Ja, ich würde sagen... Zu viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Wir bringen das in Ordnung, keine Sorge. So, dann geht's uns jetzt wieder das besser. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Das war's. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Gut, danke dir vielmals. So, was sind die anderen da? Ha, die haben hier sogar eine richtige Farbe jetzt. Du bist zurück? Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Okay, das ist ja super. Scheint wirklich was zu werden. Ja, wir brauchen mal noch ein bisschen Mutterbeeren hier. Ah, oh, jetzt bin ich schon wieder zu schwer. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Sicher. So, der hat ja auch eine Pistole, oder? Ja, der hat. Also sicher würde ich jetzt dem nicht sagen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. So. Wir können ja auch die Werkstatt verwenden jetzt, oder? Wie groß ist denn das hier? Wow, geht da auch wieder rum, riesig.
Ah, das ist natürlich geil hier. So, ich speichere mal schnell. Was haben sie nicht? Schutz. So speichern. So. Wir schleppen uns noch schnell dahin. Da kann ich wieder ein bisschen Schrott loswerden. Was ich halt zu Hause gerade nicht brauche. Ja, Vase. Ah, schon gut. Aber ja, ich finde ja wieder Sachen wahrscheinlich hier. Genau, die Eimer lasse ich mal stehen. Aus eben genau dem Grund. Normalerweise kommen die bei mir ja immer mit. So. So, die haben sich jetzt natürlich angeschlossen, damit ich jetzt schön den Schutz ausbaue natürlich. Und hier mal die Miete einkassiere. Wenn die schon hier rum sind. So, Zaun hier ist kaputt. Gut, jetzt sieht der andere auch scheiße aus. Komm, alles weg hier. So. Essen haben sie wahrlich genug. Was sie nicht haben, ist Schutz. So. Ah. Ach so, jetzt habe ich den Wasser. So. Wollte ich natürlich nicht. Ich kann sogar so einen bauen. Wo bauen wir denn den? So, wo bauen wir den hin? Ja, wir haben eh zu wenig. So, Zahnrad fehlt. Er schützt diese Seite. Gut. 2 Leute, 12 Essen, 3 Wasser, 0 Energie. Gut, sie brauchen momentan 2 Betten, Moral 50. Gut. Dann haben wir das. Wir müssen ja mit Preston reden. Ich... Ne, da gehe ich nicht hin. Da unten wollte ich hin, bei der Burg. Ich weiß jetzt nicht, ob Mutterbeeren gleich Mutterbeerbaum sind. Denn sonst pflanze ich mal solche dann. Vielleicht geht das ja. Vielleicht haben die dann ja mal was zu essen. Nicht, dass sie noch verhungern da. Oh. Vorsicht! Strahlung! Ja, was ist hier wieder los? Die haben natürlich immer noch kein Essen. Da, Mutterbeere. So. So, es braucht natürlich solche, die sich darum kümmern. So, dass die einen Siedler helfen, den anderen ist das fast. Ich muss es einfach umverteilen. So. Jetzt wo ist da... Es hat ja einen, der steht ja nur rum. Ist das der? Befehligen und dann auf hier. Hinten. Da. Klar. Es braucht aber nicht für jeden Baum den, oder? So. Und schon haben sie aus Zauberhand, haben sie 6 Essen. Das ist ja toll. Gut. So, der kümmert sich jetzt drum. Was hier wieder explodiert ist, kann ich mir nicht erklären. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Oder braucht doch irgendjemand gerade was? Da fehlt es an Schutz. Da hat es keine... Also jetzt hat es hier schon 2 Leute. Okay.
wollen wir denn mal noch schnell nach da schauen. Aber ich glaube nicht, dass wir da Stoff, weiß ich nicht, ob wir das zusammenkriegen. Und bei... Ja, bei Dings weiß ich es auch nicht. Mal schauen, ob hier das ähnlich aussieht. Bei Schutz geht es wahrscheinlich auch nicht. Was ist das für einer? Ah, das ist ein Plünderer, der uns irgendwie nicht angreift. Ah, hier. Okay. Entschuldigung. Ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Ja. Ich zeige es dir. Schieß los. Ja, was soll sie denn machen? Jetzt könnte ich hier natürlich was zuweisen. Ach, weiß gar nicht. So, wir müssen da mal schnell ausbauen. Wenn das geht. Wasser zum Beispiel ist wichtig. Jetzt habe ich natürlich alle... Was kostet der? Der kostet uns viel mehr als sowas. Aber das haben wir gerade nicht. Aber so einen können wir bauen. Wenn wir hier schon See anstoßen sind. Aha. Oder auch nicht. Ah, es geht genau bis hin. Boah, irgendwas haben wir immer nicht dabei. Essen gibt es auch nichts mehr, denke ich, oder? Doch, Tattoo. Gut. Ah. Gut, das wird die übernehmen, denke ich mal. Ne, nimmt die nicht. Verstehe. Gut. Wasser kann ich nicht liefern. Betten. Den Typen haben wir ja gar noch nicht kennengelernt. Also wenn es ein Typen ist. Also ich meine immer, das sei eine. So, machen wir doch hier ein Bett hin. Da. Aus Zigaretten gibt's Betten. Da. Was Stoff haben wir locker dabei. Und hier. So, zwei Betten. Und vielleicht noch eines mehr. Vor allem, wenn noch jemand kommt. Dann all den Mist auseinandernehmen hier. Gibt's denn Strukturen, Holz, Metall, Böden? Können wir denn hier so Boden, Böden? So, haben wir hier mal den Boden gemacht. Hier wäre vielleicht auch nicht so schlecht wie hier auch. Wenn ich da dran käme natürlich, so weg mit dem. So, gut. Da ist alles gefixt, da drüben. Da wäre eine Wand eigentlich. Geht leider nur so, dann machen wir es halt so. Ja, dass die nicht hier völlig ausgeliefert sind, können wir hier schon ein bisschen umbauen. Ja, sowieso, wenn ich hier so viel Holz kriege, kann ich das auch gerade wieder investieren hier. Hier den Stoff. So. Den lassen wir mal. Ausstellerpuppe. So, dann noch einmal Böden.
Der ist zwar sehr dick, aber sieht eben schon am besten aus, glaube ich. So. So, da passt er leider nicht hin. Hier oben. So. Komm hier dran, mach ihn hier dran. Geht leider nicht. Gut, komm, lassen wir das. Schutz, die Moral geht runter. Was ist denn das? Schutz gibt's wahrscheinlich nicht. Oh doch, ein Geschützturm, schön. Jetzt habe ich das hier so eine schöne Wand hingemacht. Geht die Moral einfach runter. Du weißt jetzt, da ein bisschen schauen muss. So, wo machen wir den Geschützturm? Am besten so hier hin. Ja. Geht auch wieder ein bisschen Schrott weg. So. Gut. Wir haben Schutz, wir haben Essen. Zwei Leute sehe ich leider nicht, aber... Ah, hier oben waren wir gar nie. Ach, da hinten ist noch einer. Schauen wir mal schnell bei dem vorbei. Hey. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wie kann ich helfen? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Okay, hat ja nicht so viel. Lassen wir natürlich. Oder warte mal schnell. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. Das da könnte ich gerade brauchen. Danke dir. Ich hoffe, der ist jetzt nicht wütend, weil wir ihm nichts gegeben haben. Aber das bekommt er ja hier wieder. Denn selbst wäre er zu blöd, das anzupflanzen. So. Gut. Kümmert die sich da um? Ja, kümmert sie sich. Weißt du was? Dann können wir ihm... Er macht ja eh nichts. Eh? Das habe ich ja auch noch nie gemacht. Und hier. Okay. Ich baue ja das jeweils, aber ich weise gar niemanden zu. Und wenn ich da... Dann ist es eigentlich nur für uns, wenn ich niemanden zuweise. Und wenn ich jetzt den hier hinstelle... Ja, dann bewacht er das den ganzen Tag. Gut, er muss ja nichts machen sonst. So. Und die andere muss nur eine Pflanze und da einen Busch schauen und mehr nicht. Aber ja, jetzt gehe ich zurück nach Sanctuary. So. Wir haben also wieder einige Dörfer zu fixen. Ich schaue, dass die immer auf Hochtouren fixiert sind und wenn sie angegriffen werden, gehen wir natürlich hin. Die Minutemen sind immer überall da. Wie es sein soll natürlich. So, hier sieht's gut aus. Was? Mama Murphy macht was? Wow. Ich speichere mal an dieser Stelle und würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.